Von dem Wein. Welchen Wein hattest du denn? Ach, du, das war mein. Katrin, bitte? Übe mit Ralf, ja, damit dein, ihr wie ein machst. Echtes Paar wirkt. Weißt du, ja? Mich würde. Weißt du, ich bin ja so ein Vorbereitungs-Junkie. Ja, ja. Das mache ich ja wirklich sehr gerne. Ja. Und mich würde schon interessieren, also wenn wir so reinkommen. Und wo dann reinkommen? Also zum Klassentreffen, ja. Und dann steht da sie oder auch andere. Dann würde mich schon interessieren, wie wir dann halt so, weil wir wollen ja so als Kumpels. Und wie, ja. Wie stellst du mich denn zum Beispiel vor? Guten Tag, das ist Katrin. Falsch. Das ist Frau Osterode. Nee. Nein. Guten Tag. Nein. Pass auf, wir üben das so ein bisschen. Okay. Ja, es wäre total cool, wenn du erstmal so, weißt du, wir kommen so rein und du guckst einfach mich an. So, und wir gehen so und du guckst so mich an. Und dann kannst du mal so innerlich denken, oh, ist die schön. Oh, ist die schön. Innerlich denken, ja? Aber ich denke an dich. Genau. Okay. Und wenn, dann kommen alle so und sagen so, hey, Ralf, wie geht's dir? Und dann zu mich so ein bisschen nach vorne und dann sagst du, hey, das ist sie. Das ist Katrin. Weißt du, ich übe das jetzt Boah, mal. Boah, es ist anstrengend. Also, stell dir mal vor, das bin ich. Ja, kannst du mir eine Liste... Ich bin du. Nein, du bist Ralf, das bin ich. Du lässt mich nicht aus den Augen. Alles klar. Nochmal der Subtext. Boah, ist die schön. Boah, ist die schön. Boah, genau. Bist du schön. Und ich bin jetzt deine Klassenkameradin. Ja. So. Hallo, Ralf. Na, was hast du die letzten Jahre... Falsch. Hättest schon längst sagen müssen... Das ist Katrin. Okay, alles klar, jetzt hab ich's. Okay. Ich hab's. Mach nochmal. Ich mach es noch einmal, ja? Ja. Hallo, Ralf. Das ist Katrin. Yes! So machen wir das. Alles klar! Finde ich gut. Damit ich nichts falsch mache, kannst du mir einen Zettel, eine Liste machen? Mache ich jetzt. Pass auf, ich muss eh noch paar Dinge regeln. Wir sehen uns gleich. Okay. Das ist Katrin. Das ist Katrin. Boah, ist die schön. Das ist Katrin. Ich übe. Boah, ist sie schön. Übe noch. Das ist Katrin. Boah, ist sie schön. Hey. Hey. Wow. Wow, wir haben uns lange nicht gesehen. Siehst du toll aus. Das ist Katrin. Du siehst gar nicht so gut aus, wie ich dachte. Das ist Katrin. Und leck mich ab. Das ist Katrin. Oder später am Abend. Hallo, du Zuckerschnecke. Das war Katrin. Das ist, oh, scheiße. Was ist da? Ja. Das ist Katrin. Ja. Oh! Das ist Katrin? Das ist... Ich hätte sie kaum wieder erkannt. Das ist Katrin. Ach, wie hast du das denn geschafft? Ich weiß es nicht. Ich übe, das ist Katrin zu sagen. Warum? Also, wenn ich eine hübsche Frau sehe, soll ich dann immer sagen, das ist Katrin. Ach, hast du es gerade gesagt oder nicht? Gedacht. Oh, man, ist eine Fangfrage, oder? Es ist eine gemeine Frage. Das ist Katrin. Okay. Ich habe Post für dich. Bitte? Special, über 40 und trotzdem Sixpack. Na gut, dann wollen wir das mal antrainieren, dieses Sixpack. Lisa, begeistere Ralf für Postboten-Aerobic. Sitt! Sixpack! Pass mal auf. Sitt! Es ist ja, ich 18-Pack! Ja, weißt du was? Sitt! Ich bin ja viel unterwegs. Ja? Ja? Und ich sehe viel. Ich sehe viele fitte Hunde. Da muss ich immer. Und wenn man viele fitte Hunde sieht, dann muss man rennen. Und um rennen zu können, muss man fit sein. Richtig. Pass mal auf, diese Zeitung. Ja. Vergiss sie. Ich zeig dir jetzt mal was. Hast du eine Zeit? Ich zeig dir jetzt mal so ein bisschen, so wie wir das an der Post machen. Wenn wir uns morgens in der Dienststelle treffen und uns für die Hunde vorbereiten, dann machen wir immer so ein bisschen Letter-Aerobic. Bitte? Letter-Aerobic. Brief. Das kommt aus dem Amerikanischen. Brief, aus dem Englischen. Genau. Letter-Aerobic. Da macht man dir Letter-Aerobic. Letter-Aerobic schon ganz lange. Zeig mal. Komm mal nach vorne. Ja. Pass auf. Du nimmst dir hier die Posttasche. Letter-Aerobic. Komm her, Posttasche. Hm? Oh, wow. Guck mal, das ist Katrin. Ja, ein bisschen nass geworden. Das war Katrin. Oh, nee, ich glaube, das war ich. Ist egal. Ja, aber egal. So. Und dann ist ja immer ganz wichtig, in eine Dehnung zu gehen. Bitte? Dehnung, ganz wichtig. Wenn der Hund angerannt kommt, geht man erst in die Dehnung? Hunde dehnen sich ja auch immer erst. Ja, habe ich ganz oft gesehen. Ja, ja. Ne? So ein Hund, wenn der morgens aufliegt, macht er immer so. Ja, aber doch nicht, wenn er dich angreift. Naja, weiß ja nicht, was der vorher macht. Der riecht dich ja schon von Weitem. Ja, der riecht, vielleicht kann der eine Unterhose finden. Vergiss es, ich hab's nicht laut gesagt. Das sind keine Unterhosen. Nee, vergiss es. Das ist... Du möchtest jetzt was für... Nee, ich hab... Ist wurscht. Ist egal? Ich suche meine Glücksunterhose, aber das ist ein anderes Thema. Mach weiter. Du hast eine Glücksunterhose? Ja. Was macht die, wenn du die anhast? Die... Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ja. Die steht mir zur Seite. So,
pass auf. Jetzt ganz, ganz wichtig. Du nimmst die Tasche. Ja. Du gehst in die Dehnung. Ja. So, wie? Hoch, runter, rein und dann... Auf. Auf. Und dann... Pass auf, Blick rein. So, jetzt mach das. Pass auf. Nee, pass auf, pass auf. Mach's nochmal. Okay. Und ich mach den Hund. Alles klar. Pass auf, komm von dir. Okay. Ich bin Moment. Hier und ich bin der Hund, ich dehne mich gerade. Okay, und ich... Mann, ich dehne mich kurz. Oh mein Gott. Ich mache, was ich immer mache als Hund. Und dann... Warte. Das ist jetzt Gartentürchen? Ja, ja. Gartentürchen? Das ist Gartentürchen. Und dann höre ich dich. Und dann höre ich ihn, dann mache ich... Oh, warte, jetzt muss ich erst in eine Dehnung. Du kannst dich mal am Arsch lecken mit der Dehnung. Und jetzt? Rein. Bums. Ja. Und gerettet. Probier das mal. Das klappt aber nur mit Chihuahuas. Ralf, du nimmst schlagartig zu. Das stimmt. Aber wir können auch erst mal klein anfangen, weil ich habe ja gemerkt... Mach's noch mal, ich guck's mir noch mal an. Pass auf. Oder wir fangen erst mal mit dem Briefmarkenlecken an. Bitte? Ich wollte... Dass wir machen erst mal die Ober... Was ist das denn? Ach, weißt du, ich habe so das Gefühl, ich habe in letzter Zeit reingehauen. Und ich wollte mal schon jetzt mal so fühlen, wie das ist, wenn ich das noch so Monate weitermache, dieses ständige Essen und dieses ständige... Ich habe ja Kummer. Du hast Kummer? Ja, ich habe Kummer. Was ist denn los? Ach, ist aber auch nicht so schlecht. Steht dir gut. Guck dir das an. Ich pass dich noch nicht mal durch die Drehtür. Ich traue mich gar nicht rauszugehen. Dabei bin ich so aufgeregt. Dankeschön. Dabei bin ich schon aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, dass heute haben wir doch Klassentreffen. Ihr habt Klassentreffen? Ja, Klassentreffen, ja. Deswegen ist das Katrin. Und Simon hat sich schick gemacht. Ich habe mich nicht schick gemacht. Ich bin nur fett. Und deswegen habe ich gedacht... Dann machen wir dich schick. Ich mache mich noch fetter, damit meine alte Jugendliebe sieht, guck mal, der ist fett, aber nett. Oh, und dann gehst du auf Toilette und kommst schon lang wieder? So ein Morphing? Pass auf, ich mach dann... Oh, ich muss mal kurz in den Keller gehen. Tada! Oh. Also, Ralf, wenn ich dich da so sehe, das ist Katrin. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie sie das macht. Lisa, du hast das Sitzen verlernt. Ich hab auch manchmal Ohrschmerzen. Ja, warte. Ja? Ich glaube, ich hab... Warte. Was denn? Steht Schandersofa schon immer hier? Ja. Jetzt bin ich gerade total irritiert. Warte. So rum, ne? Nee, Moment. Das ist doch... Wie war das noch? Das ist doch hier eine Sitzfläche, ne? Warte. Ja, ja. Alles klar, dann geht das so. So ist perfekt. Ja, auf die Dauer braucht man ja eine Kopfstütze, ne? Wie macht man? Willst du Kopfstütze? Ja? Hast du eine? Ja. Ah, okay, dann war das Sofa kaputt, nicht ich. Das Sofa war kaputt, absolut. Alles klar. Jetzt ist alles wieder in der Waagerechten. Ja? Ja. Alles klar, aber dann muss ich mich daneben zu setzen. Nee, warte, ist ja Quatsch. Oder war das hier? Ach, hier, damit man sich zur Seite anlehnen kann. Möchtest du auch was trinken? Das ist mit der Schwerkraft bestimmt alles überhaupt kein Problem. Ja, klar. Nee, das ist ja Quatsch, jetzt wo du sagst mit dem Getränk kommst. Das verstehe ich selber nicht. Verstehst du jetzt, ne? Ja. Was ist denn los? Hast du irgendwie... So das Gleichgewichtsorgan ist durcheinander gekommen, Ich hatte noch keinen Whisky. Ich glaube daran nicht. Ich dachte, es wäre Wein, aber es war hinten das andere Zeug. Ach so, okay, alles klar. Aber ich freut sich... Warte. Oder so. Ja, so geht's auch. Alles klar. Das ist Katrin. Ich nehme mir auch noch was zu trinken. Ist alles okay? Ja. Ich denke. Aber was denkst du denn? Prost. Prost. Oh. Es klingelt. Oh, ist das schön, ne? Palim, palim. Das war ja... Hallo, Lisa. Ich wollte mich nur entschuldigen, weil es war unfair, dass ich mich so angezogen habe. Deswegen... Ralf, hattest du nicht gesagt, der Simon hat sich total schick gemacht? Ja, der hat ein Smoking angehabt. Ein Simon King, ein Smoking. Mit diesen Chips muss irgendwas passieren. Simon, lies aus den Chips die Zukunft. Also wenn wir nicht alle... Du machst dir zu viele Sorgen, ne? Du hast Angst. Ja. Ralf. Ich mach mir Sorgen. Du weißt, dass ich mag doch Katrin, aber ich weiß auch, wie sehr ich damals verschossen war in unsere... Du weißt schon... Aber du hast so viel Angst vor dem, was morgen ist. Ja. Ich kümmere mich... Pass auf, ich habe eine kleine Ausbildung genossen. Und noch eine. Und ich werde dir jetzt zeigen, was morgen passiert. Dann ist es nicht so ungewiss. Okay. Ich das gar nicht? Ich möchte ein Losziehen. Akamala, akamala! Nimene! Akamala! Anasanoa! Super!
Super! Oh. Super! Oh. Na, Sivenja! Oh. Super! Super! Ja, warte, 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 warte! Zieh einen Chip! Zieh einen Chip! Oh. Okay, einer hätte gereicht. Aber gut. Ist drei. Drei Essen. Zwei. Noch. Einen noch. Und der, der in deiner Hand ist, sagt deine Zukunft. Ich habe alle aufgegessen jetzt. Dann haben wir nicht mehr viel Zeit. Warte, der. Okay. Oh, was heißt das? Glutamat. Weizenextrakt. Du musst das aus meinem Werdegang Zukunft musst du sagen, nicht, was da drin ist. Ich bin dabei. Ja, das sind doch die Zeichen. Das sind die Zeichen, Glutamat. Der Grimm. Hä? Du wirst zunehmen. Ich hab schon zugenommen. Da steht er. Du wirst zunehmen, wenn du noch... Ja? Nein, ich kann ja sehr viel, ich habe ja auch viel so Briefe mit so Handschriften, die man nicht lesen kann. Mhm. Und ich muss sagen, bist du Sternzeichen Ratte im Chinesischen? Ja. Ja, ne? Ja. Das ist eine ganz richtig gute Konstellation. Ich sehe auch was. Guck mal, das ist ja hier Aszendent Hund. Ja. Passt ja auch. Siehst du? Und was siehst du? Bitte? Was siehst Guck du Guck mal, Simon, ich sehe einen Fleck auf deinem T-Shirt. Auf meiner Hand. Auf deiner Hand. Das Handgelenk des Prinzen. Und verschwinden. Das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist gut. Das ist gut. So ist das gut. Okay, das heißt... Ja, weil ich sauber bin wieder. Ja. Das heißt, irgendeiner muss verschwinden. Oder was? Okay, warte. Ja. Das geht nicht. Ja. Ralf, mach mit Simon eure alte Handshake-Choreografie. Ralf, brauchst du nicht. Mir ist gerade was eingefallen. Okay. Tu die weg. Wow. Also, ist nur erstmal weg. Mir ist gerade was eingefallen. Erinnerst du dich noch, ganz sicher tust du das, an unser Ritual damals? Aber selbstverständlich. Ja, komm. Vielleicht sollen wir das nochmal üben. Ja, ja. So in alte Zeiten, verstehst du? Ach, das waren Zeiten. Unser Ritual damals, weißt du, wir haben ja dieses Handshake-Ritual gehabt. Aha. Und das haben wir ja immer gemacht. Wir haben immer weit angefangen. Von mit Anlauf, weiß mit ich noch. Mit Anlauf sind wir so aufeinander zu. Und dann haben wir das gemacht. Was gemacht? Dann haben wir daneben, dann haben wir das gemacht, richtig. Dann haben wir, ich habe dir an der Stirn gefummelt. Und ist dir an den Eiern? Richtig? Ja. Oder? Nee, das war damals. Das war Backstage, vorhin, vor der Show. Da ist ja noch Stirn. Bist du ganz immer, du bist ja mit dem Blut. Warte, es war doch richtig. Ja. Ja, ja. Und dann haben wir überkreuzt. Ja, genau. Beide. Und dann haben wir Hicke, Hacke. Hühner, Kacke, machen kleine Kacke. Und dann so rumgedreht. Und dann haben wir gesagt, Spagat. Und dann haben wir Spagat gemacht. Genau, dann haben wir das gemacht. Und dann hab ich die Frau gekriegt. Da habe ich immer aufgehört mitzuspielen. Ich weiß, ja. Das hat mich auch immer sehr bestürzt. Ja, aber weil ich dachte, Spagat nicht mehr hochkam. Aber das war der Deal.